This is our second class for today. Das ist für heute unsere zweite Klasse. Second class. Die zweite Klasse. And we are going to continue with the teachings on identity in Christ. Und wir machen weiter mit der Lehre über die Identität in Christus. The book of Colossians chapter 2. Und im Kolosserbrief Kapitel 2. And verse 9 and 10. Verse 9 und 10. The Bible says, das sagt die Bibel, for in him the whole fullness of deity dwells bodily. And you have been filled in him who is the head of all rule and authority. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Wow. Halleluja. Halleluja. I will read this verse again. Und ich werde diesen Vers jetzt nochmal lesen. For in him the whole fullness of deity dwells bodily, and you have been filled in him, who is the head of all the rules and authority. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Chapter 3, Kapitel 3, Colossians, im Kolosserbrief, and verse 3, und Vers 3. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. We said yesterday, und wir haben gestern gesagt, identity is the foundation for everything else. Identität das Fundament für alles andere ist. You're gonna do your identity. Du wirst das tun, was du bist, gemäß deiner Identität. And the knowledge of your identity, und die Erkenntnis deiner Identität, will change your life. Wird dein Leben verändern. Everybody on earth knows his or her identity. Jeder Einzelne auf Erden kennt seine oder ihre Identität. Identity. Ich kenne meine eigene Identität. Apostle Mark knows his identity. Apostel Mark kennt seine Identität. Brother Rudolf knows his identity. Bruder Rudolf kennt seine Identität. Halleluja. Halleluja. We had a brother from Rwanda, Dr. Peter Uwimana. Und wir hatten einen Bruder aus Ruanda, Dr. Peter Uwimana. Who said, I'm a Rwandese. He knows his identity. Und er sagte, ich bin einer aus Ruanda, er kennt seine Identität. We have Sister Amanda with us in the church. She says she is a Congolese. She knows her identity. Und wir haben Schwester Mano hier in der Gemeinde und sie sagt, sie ist eine Frau aus Kongo und sie kennt ihre Identität. You got to know your ID in Christ. Du musst deine Identität in Christus Jesus kennen. Now the Bible tells us that in him the whole fullness of deity dwells bodily. Und die Bibel sagt, dass in ihm die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. And you have been filled in him. Und dass ihr in ihm gefüllt worden seid.
And he is the head of all authority. Und dass er das Haupt jeder Autorität ist. It is unfortunate that und unglücklicherweise ist es so, dass viele Kinder Gottes leider weiterleben mit einer Waisenkindgesinnung. Und ich möchte euch heute sicherstellen, im Gegensatz zur rastlosen Welt, die vom Vater abgetrennt ist, diese rastlose Welt, die so losgelöst ist, getrennt ist vom Vaterherz, dass es so viele Gemeinden gibt, die leider Gemeinden von Waisenkindern sind. Und unglücklicherweise nennen sie sich auch obendrauf noch Gemeinden Jesu Christi. Wisst ihr, ihr seid aber Söhne und Töchter Gottes. I want to bring to you these things of being, having and doing. Und ich möchte diesen Sachverhalt zu sein, zu haben und zu tun näher bringen. Being, having and doing. Sein, haben und tun. It is start by being. Und es fängt alles an mit dem Sein. It starts with being. Es fängt an being mit dem a Sein. Child of God. Man ist ein Kind Gottes. That's your identity. Denn das ist deine Identität. It all starts with being a child of God. Es fängt wirklich alles an damit, ein Kind Gottes zu sein. Then once you are a child of God, denn sobald du ein Kind Gottes then the bist, having follows. Dann folgt das Haben, which is the inheritance are yours now. Was dein Erbe ist, was du jetzt bekommen and hast. You have inheritance, und wenn du das Erbe empfangen hast, then the doing follows. Dann folgt daraus auch das which Tun. With that inheritance, mit diesem you can Erbe fulfill your destiny. Kannst du deine Bestimmung erfüllen. So it starts by being a child of God. Es fängt also damit an, ein Kind Gottes zu sein. And by being a child of God, you have inheritance. Und indem du ein Kind Gottes bist, hast du and auch ein that Erbe. Inheritance, you can, fulfill your destiny. Und mit diesem Erbe kannst du deine Bestimmung erfüllen. Those who know who they are, und diejenigen, die wirklich wissen, wer and sie whose sind they are, und wem sie gehören and what they have, und was sie haben, they will fulfill their destiny, sie werden ihre Bestimmung which is erfüllen. Doing. Was das Tun ist. Paul said, I can do all things. Paulus sagte, ich kann alles tun. Through Christ who strengthens me. Ich vermag alles durch Christus, Paul der mich stärkt. Knew the importance of being first. Und Paulus kannte die Wichtigkeit davon, zuerst zu sein. Then once you are a child, you have inheritance. Denn wenn du erstmal ein Kind Gottes bist, hast du and auch ein Erbe. With that inheritance you can do greater things. Und dann mit diesem Erbe kannst du diese größeren Many Werke tun. Are shocked when they see this big building here. Viele Leute sind geschockt, wenn sie dieses riesige Gebäude hier sehen. A child of God. Es fängt aber damit an, ein Kind Gottes zu sein. Then once we are children of God, und wenn wir erstmal Kinder Gottes sind, we have our inheritance. Haben wir unser Erbe. Then that inheritance we have it, und wenn wir dieses we use Erbe it to haben, build this big church, dann haben wir durch dieses Haben auch which das Bauen des Gebäudes. The destiny. Dieses große Gebäude, was die Erfüllung and der Bestimmung inheritance ist. In Christ. Und durch dieses Erbe in Christus. Because God is rich in mercy, rich in money, rich in everything, rich in compassion. Weil Gott reich ist an Erbarmen, an Geld, an Mitgefühl. Gold and money an allem. Belong to God. Gold und Geld gehört Gott. When you are in Christ, und wenn du in Christus you are bist, beyond the billionaires.
bist du jenseits von Millionen. Ihr seid wirklich großartig. Du bist ein großer Mann, eine große Frau Gottes. Ihr seid großartig. Halleluja. Being a child of God. Und all das fängt an, damit ein Kind Gottes zu sein. And this is your identity. Und das ist deine Identität. You cannot sit there crying as if you don't have a father. Du kannst da nicht weiter rumsitzen und jammern und heulen und weinen, als wenn du keinen Vater hättest. Du kannst nicht weiter damit machen und rumbetteln, als wenn du keinen Vater hättest. How shame it might be the children of Dr. our present Dr. Magufuli move on the street begging. Wie schändlich wäre es, wenn die Kinder von unserem Präsidenten auf der Straße betteln würden? It cannot happen that way. Es kann auf diese Weise nie passieren. And so apply to the children of God. Und so ist es für die Kinder Gottes, dass sie so reich sind. Wir sind gesegnet. We are blessed beyond what we can say. Wir sind gesegnet weit über die Maßen hinaus, was wir ausdrücken können. Und ich möchte euch sagen, it starts by being a child of God. All das fängt damit an, Kind Gottes zu sein. Then by being a child, you have inheritance. Denn durch das Sein eines Kindes Gottes then hast du auch ein Erbe. You can do great things. Und durch dieses Erbe kannst du Gewaltiges tun. It is very, very big, big calamity. Und es ist eine große Katastrophe. Those who go to the false prophets and apostles. Für die zu falschen Many Aposteln of them und Propheten are Christians. Gehen. Und sie behaupten, sie some sind of Christen. Them attend in the Pentecostal churches. Und manche sind aus Pfingstgemeinden. Aber wenn sie dorthin gehen, as if they are orphans. Die Leute, die dorthin gehen zu ihnen, verhalten sich wie Waisenkinder. They are told that prophet will give you blessings. Und ihnen wurde gesagt, dass ein Prophet ihnen Segnungen gibt. So they buy things, they buy anointing oil, they buy handkerchiefs, they buy many things, salt, sugars. Und so kaufen sie verschiedene Dinge, sie kaufen Tücher und Salbungsöl und Salz und Zucker und alles and mögliche. And they are told this when you go and apply you will be blessed. Und ihnen wurde gesagt und wird gesagt, wenn du das anwendest, wirst du gesegnet werden. Das Problem ist aber, dass sie nicht wissen, dass sie bereits in Christus gesegnet worden sind. You are blessed. Denn in Christus you bist have du gesegnet. Everything you need in this world. Du hast alles in ihm, was du brauchst in dieser Welt. You have everything you need to fulfill your destiny. Du hast alles bekommen, was du brauchst, um deine Bestimmung zu erfüllen. Begins with being a child of God. Und all das fängt an, damit ein Kind Gottes zu sein. I don't mean that there are no good prophets and good apostles. Und ich meine jetzt nicht, dass es keine guten Apostel und Propheten gibt. I know there are many, many apostles and many, many prophets who are real good preachers. Ich weiß und kenne viele gute Apostel und Propheten, they die gute Prediger sind. They preach the word, they preach Bible. Sie predigen gesunde Lehre, sie predigen das Wort und die Bibel. They know who they are in Christ and they go with that knowledge to teach to people. Und sie wissen, wer sie selbst in Christus sind und gehen mit dieser Erkenntnis zu den Leuten, um But sie darin zu lehren. But there are prophets and apostles who are con men. Aber es gibt leider falsche Apostel und Propheten, die Betrüger sind. Und sie nützen deine Schwäche aus. Sie ziehen ihren Vorteil aus deiner Schwachheit. Und sie missbrauchen dich. And you go there crying, you know, Apostle, I don't know, my husband died, you know, my kid died, you know, so what? Und du kommst dann zu ihnen, zu den Aposteln und Propheten und heulst vor ihnen, dass zum Beispiel dein Report Kind gestorben ist oder dein Ehemann. To Jesus. Aber na und, berichte doch all deine Probleme, die du hast, Jesus selbst. You cannot take your TV to a shoe shiner to be repaired. Und du kannst auch nicht einen Fernseher zum Schuster bringen, dass er repariert wird. If you have a Toyota car, you take it to Toyota Company.
Und wenn du einen Toyota fährst, bringst du es auch in die Toyota-Werkstatt. Jesus Christ is the one who created you and he knows you better. Und Jesus Christus ist der, der dich erschaffen hat und er kennt dich selbst adoring, so viel stop besser. Stop worshiping apostles and prophets. Und deshalb hört auf, Aposteln Jesus zu Christ anzubeten. Is Lord. Propheten anzubeten, denn Christus alleine ist der Herr. Need in Christ. Und du hast alles, was du brauchst in ihm, in Christus. I know your problem. Ich kenne euer Problem. It's because you don't know your identity. Das Problem ist, dass du nicht and deine eigene school Identität is all kennst. About to teach you your identity. Und hier geht es darum, in der Schule euch to die Identität you who zu lernen. You are in Christ. Euch zu lernen, wer ihr wirklich in and Christus all seid. Benefits you have in Christ. Über all die Nutzen, die ihr in Christus with habt. That power of the Holy Spirit. Mit dieser Kraft des Heiligen Geistes. With the right of a child born of God. Mit dem Recht eines von Gott geborenen Kindes. You can do mighty things in this world. Und damit kannst du mächtige Dinge in dieser Welt tun. You can do things more than what Jesus did. The Bible says so. Die Bibel sagt, dass du so wie Jesus diese Dinge tun kannst. He who is in me. Denn größer ist der, der in mir ist. More than the cockroach devil who is outside there. Größer als der Betrügerteufel, diese Schabe, don't der da draußen your in der to the fake apostles. Und hört also auf, zu diesen falschen Propheten who keeps, und Aposteln zu gehen. Who keeps telling you that you have demons, you have devils, you have magini and all such other things. Die euch sagen, dass ihr Teufel und Dämonen habt und besessen seid und alles mögliche solche we Dinge are an den Kopf filled werfen. With Christ in us. Wir sind gefüllt mit Christus in uns. Holy Spirit is in you. Der Heilige Geist ist Jesus in said, euch. I'm knocking. Und when das heißt, you open your door, und öffne I deine Tür. And my Father and the Holy Spirit, we will come and dwell in you. Und so werde ich und mein Vater und der Heilige Geist in euch kommen, um you dort are zu wohnen. So powerful. Und ihr seid so you kraftvoll. Are so powerful. So kraftvoll. You need to know your identity. Du musst deine Identität kennen. You know, if you go to the supermarket, und weißt du, wenn du in den Supermarkt gehst, with the knowledge that I have money in the pocket, mit dem Wissen, dass ich Geld pick in der Tasche habe, many things, dann wirst du viele Dinge dir because aussuchen you know, zu kaufen, I have money. Weil du weißt, dass du Geld you hast. Take TV, you take radio. Du wirst einen Fernseher nehmen shoes, oder ein Radio, your Schuhe wife's dress, und die, das Kleid für deine Ehefrau oder das Hemd you für deinen Ehemann, you have money. Weil du weißt, dass du Geld that hast. Knowledge that you know you have money, und diese Erkenntnis, dass du weißt, dass du Geld hast, will give you courage to pick a lot of things. Wird dir Kühnheit geben und Zuversicht, viele Dinge auszuwählen. And when you go to the counter, und wenn du dann zur Kasse kommst, they will pass everything there on the machines. Werden sie an den Maschinen so alles vorbeigeben? Und dir wird gesagt, 400.000. 400.000. You say, okay. Und du sagst dann, ja, okay, alles klar. In your pocket. Und dann greifst you du zu deiner Tasche. What we call wallet. Und du ziehst deinen Geldbeutel oh, raus. That handbag of yours. Deine Handtasche. And then you stand in a certain pose. Und dann stellst du dich in einer bestimmten Pose hin. Then you start counting. Und du fängst an zu zählen. You have no problem. Du hast kein Problem because dabei. You know you have the money. Weil du genau weißt, you dass du das Geld the money, hast. Du zählst you all das pick Geld. It, du nimmst and das you raus. Give it to them. Und du gibst because es ihnen you know hin. You have the money. Weil du weißt, you dass du das Geld hast. Things, du nimmst deine Sachen. Go. Und dann Halleluja. Gehst du. Halleluja. 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 So apply to those who know that they have Christ in them. Und diejenigen, die wissen, dass sie das in Christus haben, können and das auch know, so anwenden. They know their identity in Christ. Und mit diesem Wissen, dass sie es haben, and they know haben that sie die in Christ Identität we have in Christus. Inheritance. Und mit dieser Identität in Christus Halleluja. Haben wir das Erbe. In this world we never cry. Und in dieser Welt werden wir niemals heulen. If you cry, it will be the love. Du wirst höchstens zum Vater weinen, aber nur aus Liebe. Nur noch aus Liebe wirst du weinen. Halleluja.
Now, we don't have to do something. Wir haben nichts zu in tun. In order to have something, dafür, dass wir was so bekommen oder haben, something. So und dass wir that dadurch is was werden. Upside down life. Das ist ein total verdrehtes Leben. You cannot. And this is a secret why many Christians are suffering. Das kann man nicht machen und das ist das Geheimnis, dass so viele It is Christen leiden. They live upside down life. Weil sie dieses total verdrehte Leben leben. You cannot do something. Du kannst nicht etwas tun. In order to have something. Damit du etwas hast. So you can be something. Um damit was zu sein. We are something. Sondern wir sind etwas. So we have everything. So dass wir alles haben. And then we can do anything. Und dass wir dann damit auch alles tun können. Halleluja. Halleluja. Halleluja, children of God. Halleluja, Kinder we are Gottes. Sons and daughters of God. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. That is being. Das ist das and Sein. By being children of God, und durch dieses Sein eines Kindes are Gottes his children and we can inherit everything. Sind wir Kinder Gottes und können damit alles we have erben. Inheritance. Wir haben through the inheritance then und durch diese we fulfill Erbschaft our destinies. Können wir unsere Bestimmung now, identity erfüllen. Order und die Identitäts is this way. Ordnung ist folgendermaßen. Being first, es ist zunächst einmal, dass man having, ist, dann, dass man was hat, then doing. Und dann, dass man was tut. And it is not doing first, und es ist nicht so, dass man zuerst then was tut, having, dann etwas hat, then being. Und dann that etwas is performance. Das ist nur Show. That is just performance. Das ist nur showmäßige Darstellung. Sondern es having, ist sein, then haben doing. Und dann tun. That is the living right. Das ist das richtige Leben. There is abundance in the Father's house. Und es ist Überfluss im Vaterhaus. There is more than enough in the house of our Father. Es ist mehr als genug im Haus unseres Vaters. We can have new and good houses. Wir können neue und gute Häuser haben. We can drive good cars. Wir können gute Autos fahren. We can conduct crusades. Wir können Evangelisationen we can build veranstalten. Churches. Wir können Gemeinden bauen. We can do things beyond what we think or we ask. Wir können Dinge tun jenseits von dem, was wir denken und bitten können. You know, Jesus inherits everything. Wisst ihr, Jesus hat alles geerbt. Everything that belonged to the Father belonged to Jesus. Alles, was dem Vater gehört, hat Jesus geerbt. And guess what? Und ratet mal was? I am a co-heir with Jesus. Ich bin mit Jesus ein Miterbe von ihm. I am co-heir with Jesus. Ich bin ein Miterbe Jesu Christi. Jesus inherits everything. Jesus hat alles geerbt. And I am co-heir with him. Und ich bin mit ihm ein Miterbe. So everything belongs to the Father, belongs to me. Also ist es so, dass alles, was dem Vater gehört, auch mir and gehört. And what the Bible says, what belongs to the Father. Und die Bibel sagt, was dem Vater Gold gehört. And silver and money belong to the Father. Gold, Silber und Geld gehört dem Vater. The world and everything filled in it, it belongs to the Father. Die Welt und alles, womit sie gefüllt in ist, gehört our Father, dem Vater. We don't cry, we don't cry, we don't suffer. In unserem Vater, da heulen wir nicht drum und jammern the und weinen, know sondern your identity in him. Wenn wir die Identität in Christus your in ihm life kennen, will start moving. Dann fängt dein Halleluja. Leben an, sich wirklich zu bewegen. Somebody say amen. Sag mal jemand Amen his dazu. Inheritance is my inheritance. Dieses Erbe we ist auch mein Erbe. Him. Yes, the world is dark. Ja, die Welt ist dunkel. But in the middle of the darkness, aber mittendrin in der we Finsternis, are going to rise and shine. Werden wir aufstehen the children und leuchten. Of God will shine. Die Kinder Gottes werden somebody leuchten. Say amen. Sag mal jemand we are amen. Not orphans. Wir sind keine we Waisenkinder, belong to God. Sondern wir gehören he is zu our Gott. Father. Er ist we unser know Vater. Who we are in Christ.
Wir wissen, wer wir in Christus sind. You better know who you are in Christ. Und du solltest auch besser wissen, wer du in Christus bist. In this world you have everything. Dass du in dieser Welt alles hast. I asked one person. Und ich habe mal jemanden gefragt. Have you been to Europe? Bist du schon mal in Europa gewesen? This person is in a Pentecostal church. Und diese Person ist in einer Pfingstgemeinde. Er ist von neuem geboren. Have you been to Europe? Und ich fragte ihn, bist du schon in Europa gewesen? Und Folgendes hat with er geantwortet. This poverty? Was? Mit dieser Armut? Are you trying to mock me? Willst du mich verspotten? That's mockery. Das ist doch Verspottung. So because you have money, you go there. Also weil du Geld hast, so gehst du dorthin. Everybody can go there. Und so denkst du, dass jeder dort so hingehen kann? Man. Ich bin aber ein I'm ganz armer Mann. Person. Ich bin eine arme money. Person. Ich habe kein Geld. My grandpa and my father all were poor. Mein Großvater und mein Vater, alle and waren you know sie what? Arm. Und weißt I du was? Discovered that this man don't know his identity in Christ. Ich habe entdeckt, dass dieser Mann seine Identität in Christus nicht it is kannte. Not about money. Und es geht nicht um Geld. It is about being in Christ. Es geht darum, in Christus zu sein. And to know your rights. Und deine Rechte Halleluja. Zu kennen. Halleluja. We are sons and daughters of the great mighty God. Wir sind Söhne und Töchter dieses mächtigen, gewaltigen Gottes. I want to show you something about Lucifer. Und ich möchte euch etwas über Lucifer zeigen. If you have an orphan spirit, wenn man einen weisen Geist hat, sooner or later, wirst du früher oder später be like Lucifer. Auftreten wie Lucifer. Did you hear me? Hast du mich gehört? Talk to your neighbor, did you hear that? Red zu deinem Nachbarn und frag ihn, hast du das gehört? Students, talk to your neighbor. Ihr Studenten, redet mit euren Nachbarn. Ask your neighbor, did you hear that? Frag deinen Nachbarn, hast du das gehört? Okay. Okay. I'm repeating it again. Ich werde es nochmal wiederholen. If you have an orphan spirit, wenn man eine Waisenmentalität the hat, begging spirit, eine Bettlermentalität hat, feeling you have nothing, und man fühlt sich so, als wenn man gar nichts hätte, not worthy. Und du bist nicht würdig, sooner or later be like Lucifer. Dann wirst du früher oder später wie Lucifer sein. This Lucifer, und dieser Lucifer was an archangel. War ein Erzengel. Beautiful morning star. Er war dieser wunderschöne Morgenstern. Who reflected the glory of the Father. Und er war in der Herrlichkeit des Vaters. He seemed to have been a worship leader in heaven. Und er war der Lobpreis- und Anbetungsleiter im Himmel. He was created to praise God. Er wurde dazu geschaffen, Gott zu preisen. God loved Lucifer. Und Gott hat Lucifer geliebt. Aber he possessed an orphan spirit. Er hat diese Waisenmentalität sich angeeignet. He wanted to be equal to the most high God. Er wollte dem allerhöchsten Gott gleich sein. What a stupidity heart here. Und was für ein dummes Herz hier. He did not know his identity as a son. Er hat seine Identität als Sohn nicht gekannt. He wanted to become the father. Und er wollte wie der Vater werden. He might have questioned God. Why are you God and I'm just a worshipper? Und er wollte höher werden als Gott und er fragte sich, warum bin Jesus ich nur ein Anbeter? Never asked such questions. Jesus selbst hat so eine Frage aber nie gestellt. Why am I just a son? Warum bin ich nur ein Sohn? Because Jesus. Weil Jesus, he knew his identity. Er kannte seine Identität. And because of this root identity issue, und wegen diesem üblen Identitätsproblem, Lucifer was not one with the Father. War Lucifer eben nicht eins mit Gott dem Vater. Imagine you are in the church. Stellt euch mal vor, ihr seid in der Gemeinde. And but against the Father. It is very bad. Und es und Lucifer violated Vater, das ist the sehr family schlimm. Culture. Lucifer kam aus einer anderen Kultur und er war voller Rebellion. He took a third of the angels with him.
Ach so, und er hat ein Drittel der Engel mit sich we genommen. Call them fallen angels. Und wir nennen sie gefallene Engel. Or we call them demons. Oder wir nennen sie auch Dämonen. They have no home. Sie haben kein Zuhause. They are orphans. Sie sind Waisen. I want to tell you, need to be very careful. Und ich möchte euch eins sagen, ihr müsst sehr vorsichtig you need sein. To be very careful. Man muss äußerst vorsichtig sein. Because the devil, this Lucifer, weil der Teufel, dieser Lucifer, he always want to steal away your identity in Christ. Er möchte euch die Identität in Christus stehlen. He did that to Adam and Eve. Und er hat das auch bei Adam und Eva gemacht. And Lucifer is spreading the spirit of an orphan. Und dieser Geist eines Waisen in Genesis chapter 3 verse 1 to 6 in 1. Mose Kapitel 3 Verse 1 bis 6 we read that he went to Eve. Da können wir lesen, dass er so and zu Lucifer, Eva gekommen ist. He talked to Eve. Und Lucifer hat zu Eva gesprochen with an orphan spirit. Mit einer weisen Mentalität. To question the nature of God. Und er hat die Natur Gottes in Frage gestellt. Did God really say? Hat Gott wirklich gesagt? Can you hear this? Könnt ihr das hören? This is the question. Hier ist die Frage. Did God really say? Hat Gott wirklich gesagt? God is liar. Gott lügt. Did he say you will die? Hat er wirklich gesagt, ihr werdet sterben? You will surely not die. Ihr werdet ganz sicher nicht sterben. From there, Adam and Eve. Von diesem Tag an war es mit Adam und Eva. They conceived an orphan spirit. So, dass sie einen weisen Geist auf sich nahmen. Lucifer told them what he always wanted to be. Lucifer hat ihnen gesagt, was er selbst immer sein wollte. You will be like father. Und er sagte ihnen, ihr werdet wie der Vater sein. You will be like God. Ihr werdet wie Gott sein. The orphan spirit always feels insufficient. Und diese weisen Mentalität fühlt sich immer ungenügend. And thinks that something more must be done. Und dieses Gefühl ist immer da, dass noch etwas mehr getan sein you will müsste. Be like God. Ihr werdet wie Gott sein. These people were already like God. Das Problem war, sie waren bereits wie Gott. God created us in his image. Gott hat sie in seinem Bild so erschaffen. We are already like God. Also sie waren bereits wie Gott. So what is this that you are coming to tell us to be like God again? Was ist es dann, dass du jetzt nochmals zu uns kommst, um uns zu sagen, dass I'm wir wie Gott sein that werden? Formally, that way of being like God. Because God himself said so and he created me like God. Gott sagt, I will not be like God because you devil are telling me. Und ich bin nicht so wie Gott, nur weil du Teufel mir das sagst, dass ich so bin. Even if when I eat it will happen. I don't want it. Because God will tell me if he want me to be that. Wenn du mir das so sagst, dann will ich das nicht hören, weil wenn Gott mir sagt, wie ich bin, dann bin ich so, weil er es mir sagt. Und ich möchte, dass ihr nicht dem Teufel zuhört. No. Nein, dass ihr ihm nicht Because zuhört. I will never surrender to you, Satan. Weil ich mich dir nie ausliefern werde, Satan. The enemy tempted Eve with an orphan mentality. Und der Feind hat Eva mit einer weisen Mentalität versucht. As soon as Eve and Adam accepted the voice of Lucifer, und sobald Adam und Eva diese Stimme Luzifers angenommen haben, the world became an orphanage center. Wurde die ganze Welt zu einem Waisenheim. And began to seek identity in things other than God. Und hat angefangen, Identität in Dingen zu suchen anstelle von Gott. There's no higher or better identity than being a son or a daughter of mighty God. Es gibt keine höhere oder bessere Identität als ein Kind Gottes, ein Sohn oder eine Tochter Gottes zu sein. A son or a daughter of the Most High. Ein Sohn oder eine Tochter des Allerhöchsten zu sein. And that is our identity. Und das ist unsere Identität. Children of the Most High God. Kinder des Allerhöchsten Gottes sein.
So Adam and Eve lost their identity. Also Adam und Eva haben ihre Identität verloren. They lost sight of who they were. Sie haben die Sicht davon verloren, wer sie eigentlich sind. They started living an orphanage lifestyle. Sie haben angefangen, einen Lebensstil zu entwickeln, wie Waisenkinder. Running from the father. Getrennt vom Vater, hiding themselves. Indem sie wegrannten von ihm. This is an orphanage spirit. Und alles selbst versuchen wollten, und das God ist ein Waisengeist. The situation. Hallelujah. Und Gott hat sich eingemischt und gekümmert um diese Situation. He prophesied Satan's destruction. Er hat die Zerstörung Satans prophezeien lassen. The seed of the woman shall crush the devil. Und der Same der Frau wird das Haupt des Teufels zertreten, now, zerschmettern. Many Christians today live as orphans. Und viele leben heute als Waisen. They are powerless. Sie sind kraftlos. They are fearful. Sie sind ängstlich. They are prayerless. Und sie sind ohne Gebetsleben. You can hear their prayers. Man kann zwar ihre Gebete hören. Jesus, touch me again. Oh, Jesus, berühre mich nochmal. Jesus, remember me. Jesus, erinnert dich doch an mich. I can't make it in life. Ich kann es im Leben nicht schaffen. You know, they live in the culture of the fail. Sie leben in the der fall. Kultur des Versagens und des Falles. Through the power of your identity. Durch die Kraft der Identität. You are so powerful. Bist du so kraftvoll? You are so powerful. Du bist so kraftvoll. Your ID is the son or a daughter of God. Deine Identität ist ein Sohn oder eine Tochter Gottes. You have become. Du bist geworden. Which is being. Was sein beinhaltet. Now you have power. Und jetzt hast du darin Kraft. You can do anything in this world. Du kannst alles in dieser Welt machen. Halleluja. Halleluja. You didn't hear me. I said you can do anything in this world. Habt ihr das gehört? Du kannst alles in der Welt machen. Because of that identity. Wegen dieser Identität. A son of God. Als ein Sohn Gottes. You know, a son of President Magufuli. Wisst ihr, als Sohn des Präsidenten he knows Magufuli, that he can do anything in Tanzania. Er weiß, dass er alles in Tanzania tun kann. Because he knows his identity. Weil er seine Identität kennt. Now think about this. Und denkt mal über Folgendes nach. If he does not know his identity, you will get him, you will find him in Kariako eating bananas. Wenn er seine Identität nicht kennen würde, würdet ihr ihn in Kariako finden und Bananen ask essen. Ask your neighbor, do you know your identity? Aber wenn du wirklich deine Identität kennst, check your neighbor, ask your neighbor, do you know your identity? Frag deshalb mal deinen Nachbarn, kennst du deine Identität? Ask your neighbor, when are you building your house? Frag mal deinen Nachbarn, wo ask baust your du dein neighbor, Haus? When are you buying a new, a big car? Frag deinen Nachbarn, wann hast du das nächste neue große ask Auto? Ask your neighbor, when are you going to finance the gospel? Frag deinen Nachbarn, wann wirst du das Evangelium finanzieren? We know who we are in Christ. Wir wissen, wer wir in Christus sind. We are not going to surrender to the apostles and the prophets who are false. Wir liefern uns nicht falschen Aposteln und Propheten aus. If I want anything, I will go before my father and ask my father, Father, I want this and this. Wenn ich irgendetwas brauche und möchte, dann gehe ich selbst zu Gott, dem Vater, und bitte ihn darum. Jesus said, if you abide in me, ask whatever you want. Und Jesus hat gesagt, wenn ihr in mir bleibt, dann bittet, was auch immer ihr möchtet. Halleluja. Halleluja. Don't be fooled by the devil. Lasst euch nicht vom Teufel in die Irre führen. Kick the devil out. Und schmeißt den Teufel raus. You are more than conquerors. Ihr seid mehr als Überwinder. You are more than conquerors. Ihr seid mehr als Überwinder. So the devil tempted Adam and Eve. Der Teufel hat also Adam und Eva versucht. And they fall. Und sie sind gefallen. They fall. Sie sind gefallen. They did not pass the exam. Sie haben ihren Test nicht bestanden. And now he saw that, okay, I can try to Jesus as well. Und jetzt hat er sich gedacht, okay, jetzt kann ich es mit Jesus auch he tried probieren. To face Adam. Er hat ihn versucht, and he knew second Adam has come, in die Falle zu locken, und er hat erkannt, dass, and he wanted to repeat again his way of tempting. Dass der zweite Adam gekommen ist und er wollte seine Versuchung wiederholen. And I tell you, Lucifer will always try to snatch you, your identity away from you. Lucifer wird immer versuchen, dir deine Identität wegzunehmen. So you become an orphan instead of being a son or a daughter of Christ. Dass du zu einem Waisen wirst anstelle davon in Christus Jesus zu sein. He tried Jesus.
Und er hat auch Jesus damit versucht. Matthäus Kapitel 4, Verse 3 bis 11. We see Lucifer talking to Jesus. Da sehen wir, wie Lucifer mit Jesus spricht. I want to tell you, und ich möchte euch sagen, your life will change. Euer Leben wird sich verändern. The day you will discover who you really are in Christ. An dem Tag, wo ihr erkennt und entdeckt, wer ihr wirklich in Christus seid. My life changed. Mein Leben hat sich verändert. When I discovered who I am in Christ. Als ich entdeckt habe, wer ich in Christus bin. I went to Germany. Ich bin nach Deutschland gegangen. And they were teaching about the life in Christ. Und da haben sie über das Leben in Christus gelehrt. And there were so many revelations. Und da waren so viele Offenbarungen. Apostle Mark was teaching. Apostel Mark hat dort gelehrt. And these things came to my mind. Und diese Dinge sind mir in den Sinn gekommen. So why am I living this kind of life? Warum lebe ich noch dieses alte Leben? Complaining, blaming my father, blaming my society. Indem ich rumjammer, mich beschwer und meinen Vater und die Gesellschaft beschuldige. You know, many times we complain, we talk much about our country, our president, our society, our father, our pastor. Wisst ihr, oftmals, wenn wir uns beschweren, dann reden wir viel über unser Land, über die Gesellschaft, über einen Pastor, über unseren Vater und über alles Mögliche. We don't know who we are in Christ and what we have in Christ. Und wir wissen dabei nicht, wer wir wirklich in Christus sind und was wir in ihm haben. This school will awaken you. Will you awaken? Diese Schule wird euch aufwecken. It will make you to see beyond. Es wird euch dahin bringen, drüber hinausschauen zu können. Halleluja. Halleluja. This devil. Dieser Teufel. Tried Jesus. Hat Jesus versucht. Matthew 4. Matthäus Kapitel 4. Chapter 4, verse 3 to 10. Verse 3 bis 11. In verse 3, im Vers 3, he asked a very stupid question. Da hat er eine sehr dumme Frage gestellt. If you are the son of God, wenn du der Sohn Gottes bist, just the way he did to Adam and Eve. Genau so hat er es auch mit Adam und Eva gemacht. Did he say you will die? Hat er gesagt, ihr werdet sterben? He repeated the same thing. Genau dasselbe hat er hier wiederholt. So you think you are a son of God? Also du denkst echt, dass du ein Sohn Gottes bist? You really are a son of God, bist du wirklich ein Sohn Gottes? Command that these stones become bread. Dann befiehl doch, dass diese Steine Brot werden. The main point here is if you are a son of God. Der Hauptpunkt ist hier, wenn du ein Sohn bist. Does Jesus need the devil to tell him that he is a son of God? Braucht Jesus den Teufel dazu, dass er ihm sagt, dass er ein Sohn Gottes ist? Do you need the devil to tell you that you are born again? Brauchst du den Teufel dazu, dass er dir sagt, dass du von neuem geboren bist? Do you need the devil to tell you that you are healed in Christ? Brauchst du den Teufel dazu, dass er dir sagt, dass du ein Erbe in Christus bist? You got to know your identity before someone else can come and lead you astray. Du musst deine Identität kennen in Christus, bevor jemand daherkommt und dich irreführt und davon abzieht. If you are real the son of God. Bist du wirklich der Sohn Gottes? Command that these stones become bread. Dann befiehl doch, dass diese Steine Brot werden. And Jesus did not start to argue. Und habt ihr das bemerkt? Hat Jesus angefangen zu streiten? Discussing with him. Oder mit ihm rumzudiskutieren? In verse 4, he kicked him. Im Vers 4 hat er ihm sozusagen einen Tritt verpasst. It is written. Indem er sagte, es steht geschrieben. Man shall not live by bread alone. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. But by every word that proceeds from the mouth of God, hallelujah. Sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht, hallelujah. When we come again, und wir werden wiederkommen. I will continue from here. Auf diesen Punkt zurück. Wir werden von hier aus weitermachen. Somebody say amen. Sag mal jemand Amen. You need to know your identity. Du musst deine Identität kennen. You need to know who you really are in Christ. Du musst wissen, wer du in Christus bist. Halleluja. Halleluja.
Before the devil can come and teach you who you are. Bevor der Teufel daherkommt und dich lehrt, wer du bist. He will give you wrong definition about your life. And he will cause you to suffer harm. Es wird verursachen, dass du leidest. Because if you say yes to the devil, denn wenn du ja zum Teufel sagst, even if it is the right word, selbst wenn es ein richtiges Wort ist, but because you have bowed to the devil, aber weil du dich dem Teufel gebeugt hast, to listen from him, dass du ihm zugehört hast, you will fall. Wirst du dadurch fallen. Halleluja. 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 We shall continue from there. Wir werden dort weitermachen. There is still a lot from here. Da kommt vieles an dieser Stelle Halleluja. Hervor. God bless you. Gott segne euch. In Jesus name. In Jesu Namen. I want to ask you, the students and all you who are online. Und ich möchte euch und alle Studenten, die online sind, fragen. Don't listen one or part of the subject and bring some argument. Hört euch nicht diese Dinge an und kommt dann auf mit irgendwelchen Streitereien. You need to read all the classes. Denn man muss erst alle Klassen anhören. That's how you will understand what you are asking about. Und damit wirst du dann verstehen, was du vorher fragen wolltest. Please make sure that you start class 1, 2, 3, 4, 5 on new birth and continue other subjects. Bitte macht es so, fangt mit dem ersten Fach an, geht dann weiter mit 2, 3, 4 und so weiter, fangt mit der neuen Geburt an und dann folgen andere Fächer nach. May God bless you. Möge Gott euch segnen. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen.